Kommen zum Tagesordnungspunkt 10, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein sechstes Gesetz zur Änderung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes. Zur Einbringung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den Fraktionen oder ob das Innenministerium den Fraktionen irgendwelche Anhörungsunterlagen aufgedrängt hat. Das weiß ich nicht genau, aber wir werden das sicherlich noch einmal miteinander im Ausschuss nachher bearbeiten. Ich darf Ihnen das Verwaltungsfachhochschulgesetz oder den Gesetzentwurf zum Verwaltungsfachhochschulgesetz hier kurz vorstellen. Am 31. Dezember 2015 würde es außer Kraft treten. Wir wollen, dass es weiterhin in Kraft bleibt, nämlich zum Erhalt unserer Fachhochschulen, die damit sozusagen weiter qualifiziert die Ausbildung des Nachwuchses in den hessischen Verwaltungen durchführen können. Darüber hinaus sind einige redaktionelle Änderungen erforderlich gewesen, um das zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz dort auch entsprechend zu berücksichtigen. Der Gesetzentwurf ist nach unserer Einschätzung konsensfähig. Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, kommunalen Spitzenverbände usw. haben keine Bedenken geäußert. Die Landespersonalkommission hat dem am 7. Juli zugestimmt. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren vorgelegten Gesetzentwurf unterstützen würden. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Beuth. Wir treten in die Debatte ein. Vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und ich erteile Herrn Heinz von der CDU das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe einen 5-seitigen Redeentwurf hierzu vorbereitet für die erste Lesung und muss dann alles Weitere mich darauf beschränken, wenn es in zweiter Lesung dann endlich 10 Minuten Zeit gibt, hierzu zu sprechen. Aber im Ernst, der Minister hat einiges schon vorgetragen. Das Gesetz würde Ende des Jahres außer Kraft treten, wenn wir es nicht verlängern. Das wollen wir selbstverständlich nicht. Und die Verlängerung des Verwaltungsfachhochschulgesetzes ist noch Gelegenheit, noch zwei, drei Bemerkungen zu machen zur wertvollen Arbeit dieser Institution. Sie wissen, es gab vor 5 Jahren einige Umgestaltungen dort und auch Neubenennungen. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Verwaltungsfachhochschulen in Hessen eine ganz hervorragende Arbeit machen. Sie bilden unsere Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Dienst aus. Das ist ein hervorragendes Personal, das dann der Landesverwaltung zugutekommt. Die Hochschule der Polizei bildet unsere Polizeianwärter aus. Darüber hinaus gibt es an den Verwaltungsfachhochschulen noch hervorragende Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung, damit sich Beamtinnen und Beamte, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, weiterentwickeln können. Wir wollen diese Fachhochschulen selbstverständlich erhalten, in ihre Rechtsgrundlage erhalten. Die redaktionellen Änderungen, da ist der Minister schon in 2, 3 Sätzen darauf eingegangen, die sind alle unstreitig, so wie sie dem Gesetzentwurf zu entnehmen sind. Das kann man daher, glaube ich, oder vielleicht dann auch müssen wir im Ausschuss gemeinsam sehen, damit es keinen falschen Verdacht gibt, wie wir damit umgehen. Aber vielleicht ist es dann sogar möglich, dann in einem relativ zügigen Verfahren im Innenausschuss dann auch zu guten Ergebnissen und zu guten Beschlussempfehlungen für die zweite Lesung zu kommen. Darauf freuen wir uns. Herzlichen Dank. Danke, Herr Heinz. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Eckert gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch bei dieser Gesetzeslesung, wie viele Gesetzeslesungen könnten wir uns eigentlich im Hessischen Landtag ersparen, wenn es auch teilweise diese unsinnigen Befristungen nicht gäbe, weil entsprechend in so einem kleinen Kleckersdorf Veränderungen jetzt vorzunehmen und dann Gesetzgebungsverfahren, was notwendig ist, dann durchzuführen, könnten wir uns sicherlich auch einiges an Zeit auch ersparen. Denn das Thema an sich ist ja durchaus ganz spannend. Die Frage eben, wie bilden wir unsere Beamtinnen und Beamten für die Hessische Landesverwaltung aus? Was sind die Rahmenbedingungen? Wie organisieren wir das in dem entsprechenden Fachhochschulbereich? Und was passiert, wenn man sich eben ein Problem mit der Gesetzesumsetzung hat? Die zwei sind zwar jetzt nicht mehr hier, aber das haben wir ja bei der Landesregierung gesehen. Stichwort Umgang mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz, Stichwort Biblis. Also deswegen ist es notwendig, dass wir gut ausgebildete Beamtinnen haben, die dann im Zweifelsfall auch mal der Regierung deutlich machen, dass sie hier entsprechend gegen Recht und Gesetz verstoßen. Daher ist das ganz, ganz wichtig. Viel wichtiger aber deswegen weniger das, was im Gesetzentwurf steht, als das, was eigentlich alles hätte drinstehen können. Denn da gibt es sicherlich im Bereich der Beamtenausbildung auch in Hessen etwas noch zu richten. Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes können
Ich weiß, jetzt wird es technisch. Gemäß § 37 Absatz 1 Nr. 1 Hessische Laufbahnverordnung zur Laufbahn des höheren Dienstes derselben Fachrichtung zugelassen werden, wenn sie unter anderem ein für die Fachrichtung geeignetes Masterstudium oder das gleichwertige Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen haben. Für den Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung ist entsprechend der Verordnung der Abschluss des Aufstiegs Masterstudiengangs Master of Public Management an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung erforderlich. Aber, und jetzt kommt's, den gibt es noch gar nicht. Also entsprechend in den Bereichen, das, was ich brauche, um Aufstiegschancen für Beamtinnen und Beamte vom gehobenen in den höheren Dienst zu organisieren. Diese rechtlichen Voraussetzungen sind im Moment nicht gegeben. Und da, wenn wir im Bereich der Fachhochschulausbildung für die Beamten auch etwas verändern wollten, dann wären das sicherlich Debatten, die wir auch noch einmal führen sollten, wie wir Aufstiegschancen damit organisieren können. Ich will gar nicht, das können wir dann gerne im Ausschuss dann auch tun, noch einmal über die Debatte führen, wie können wir Aufstiegschancen auch entsprechend organisieren, weil es im Moment durch die fehlende Möglichkeit der Anerkennung anderer Masterabschlüsse durch eben das Fehlen dieses Referenzstudiengangs auch sozusagen in diesen Bereichen da sicherlich vielleicht das eine oder andere deutlich verbessern können. Denn alles in allem, da sind wir uns ja einig, steht die Landesverwaltung gerade vor den Herausforderungen des demografischen Wandels, vor einigen erheblichen personellen und organisatorischen Herausforderungen. Und deswegen ist es eine Frage, wie wir zunehmend qualifizierten Nachwuchs, insbesondere aus den eigenen Reihen, auch so fördern und ihnen Perspektiven bieten, damit sie eben nicht dann auch, wenn wir in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft stehen, dann auch natürlich ihren Dienst im Land Hessen, für das Land Hessen absolvieren können und wollen. Ich will abschließend insbesondere nicht nur über die Aufstiegschancen könnten wir für Beamtinnen und Beamte lange reden. Wir könnten insbesondere nicht nur auch darüber reden, dass man es nicht nur das Wort in den Mund nimmt, so wie das Thema Wertschätzung gegenüber Beamtinnen und Beamten, also die Fragen, wie machen wir auch unseren Dienst für die Beamtinnen und Beamten attraktiv, Frage 42-Stunden-Woche, Frage Nullrunde für hessische Beamtinnen und Beamte. All diese Themen könnte man mit diskutieren. Das verschieben wir dann auch noch weiter in den Innenausschuss. Das werden wir sicherlich noch häufiger tun. Ansonsten, wie gesagt, ist ich glaube, da dieses Gesetz so dünn, dass man eigentlich noch mal ein bisschen noch mehr machen könnte. Wir sind da sehr gespannt und werden das auch sicherlich heute Abend im Innenausschuss noch weiter beraten. Herzlichen Dank. Danke, Herr Eckert. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Frömmrich gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Innenminister hat das Gesetz eingebracht, Herr Kollege Heinz hat die notwendigen Sachen dazu gesagt, auch für unsere Fraktion. Wir haben es hier mit im Großen und Ganzen redaktionellen Änderungen zu tun, die wir hier vorgelegt haben. Ich glaube, mit den Änderungen, die wir hier vorgeschlagen haben, da können wir auch relativ unstrittig darüber diskutieren, Kollege Eckhardt. Aber so eine Anhörung ist ja unter Umständen, dafür da, dass man Dinge vorgetragen kriegt, die man noch besser machen kann. Das werden wir ja machen. Deswegen werden wir, glaube ich, heute auch entweder eine Anhörung beschließen oder wir werden darum bitten, dass wir die Regierungsanhörung zum Themenkomplex zur Verfügung gestellt bekommen. Dann können wir das relativ schnell abräumen. Ich glaube, das ist relativ überschaubar. Und von daher freue ich mich auf die Anhörung und die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Beer das Wort. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte ursprünglich eigentlich gar nicht vor, mich zu diesem Tagesordnungspunkt überhaupt zu Wort zu melden, da der vorgelegte Gesetzentwurf ja von überschaubarer Ambitionierung ist. Allerdings muss ich doch auf den Kollegen Eckert noch einmal reagieren. Sie haben in Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, Gesetze überhaupt zu befristen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hat etwas damit zu tun, wie ernst man das Evaluationsverfahren nimmt. Deswegen interessiert uns, Herr Kollege Rudolph scheint da zuzustimmen, interessiert uns schlicht anhand der Regierungsanhörung zu sehen, wie ernst man das wirklich genommen hat. Denn das, was dabei herausgekommen ist, ist ja, wie gesagt, sehr überschaubar. Das kann jetzt daran liegen, dass wir vorher schlicht ein derartig gutes Gesetz gemacht haben. Sie haben noch ein, zwei Überlegungen, was Sie da sonst noch einfügen werden wollen. Uns wird sicherlich auch noch etwas dazu einfallen. Aber ich möchte gerne erst einmal die Unterlagen sehen. Deswegen kann ich den Innenminister nur ermuntern,
ähnlich proaktiv vorzugehen wie seine Kollegin Hinz. Ich glaube, wir Abgeordneten, also ich jedenfalls, meine Fraktion, wir schätzen das grundsätzlich. Und ich bin dafür auch bekannt, dass ich das im Ausschuss meistens nachfrage, die Unterlagen aus den Regierungsanhörungen zu bekommen. Manchmal kann man sich die Beratung damit ja auch verkürzen. Wir hatten gerade so einen Fall im Wissenschaftsausschuss. Also von daher werden wir uns das schlicht genau angucken, ob das nur eine Farce an Evaluation war oder etwas, was wirklich tatsächlich in die Tiefe ging, und entsprechend dann über den ja sehr überschaubaren Gesetzentwurf hier beraten. Herzlichen Dank. Danke, Frau Beer. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den INA.